So bekommen wir den Sonau-Skin für unseren Gleiter in Tears of the Kingdom. Zunächst müssen wir zur vergessenen Himmelsinsel bzw. oben auf das Dach des Tempels der Zeit. Dort angekommen müssen wir nun mit dem Dienstkonstrukt sprechen, welches uns die Aufgabe gibt, 3 Feuerstellen auf der Insel zu entzünden, ohne dabei den Boden zu berühren. Am einfachsten geht das mit Hilfe der Sora-Rüstung, da wir mit dieser nun einfach von Wasserfall zu Wasserfall gleiten können und so immer in der Luft bleiben. Sollten wir dann alle 3 Feuerstellen angezündet haben, bekommen wir neben einer Geschichte rund um die Entstehung des Tempels der Zeit auch den Sonau-Stoff für unser Parasegel, welcher ausgerüstet so ausschaut. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Skin in die Comments und wenn ihr sehen wollt, wie ich Tears of the Kingdom auf 100% spiele, schaut gerne auf meiner Twitch-Seite vorbei.